Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Lang haben wir uns nicht mehr gesehen. Ich habe es aber angekündigt, es wird Zeit, dass wir mal wieder Chilis testen. Jetzt ist die beste Chili-Zeit, denn die Chilis, ihr seht, sind reif. Dementsprechend wage ich das Abenteuer, in die Chilis reinzubeißen. Ihr wisst, ich habe mehrere Sorten eingebaut, deswegen dachte ich mir, ich teile das Ganze jetzt einfach mal auf, so dass ich heute 4 Sorten teste, beim nächsten Mal auch wieder 4 und dann gucke ich mal, was übrig geblieben ist. Ob ich den ersten Teil von mehreren Teilen überlebe, werdet ihr sehen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn bitte. Heilungskosten aufgrund von Chili-Verbrennungen sind sehr kostspielig. Ich habe mir gedacht, ich nehme nicht nur reine Milch zum Neutralisieren, sondern einfach ein Milchkaffee ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Dann halte ich nämlich auch diese Folge problemlos bis zum Schluss durch und mache das ganz wach. Wobei, die Chilis sind wahrscheinlich so scharf, zumindest 2 davon, die halten mich bestimmt wach. So, und ich werde jetzt beginnen mit der Achi Dulce Rojo, Achi Dulce Rojo. Welche nehme ich denn? Das ist eine schöne Frucht. Wir gucken uns die Früchte auch an. Und das ist die erste Chili aus meinem ersten Teil des Chili-Testens, wo ich dann richtig froh bin, dass ich genau diese Chili zuerst ausgewählt habe, weil der Vorteil ist Wahnsinnsgeschmack und keine Schärfe. Das ist der Hammer. Also wir schneiden sie jetzt einfach mal auf. Da kann man mit den Fingern sich ins Auge fassen, egal an welche Weichteile ihr euch fasst. Es brennt nicht. Ja, und wunderschön schaut die aus. Achi Dulce Rojo. Richtig tolle Sorte. Richtig toll, richtig schön. Riecht wie eine Chili, die echt gefährlich klingt. Aber ihr könnt... zum Glück ist mir das nicht bei den anderen Chili passiert. Ist mir, die ist so saftig, da spritzt das sogar richtig ins Auge. Also bei den beiden, bei der White Giant Habanero und bei der Hawaii Beach Habanero darf das mir nicht passieren. Das wäre echt fies. So, jetzt beißen wir mal in die erste rein. Richtig fruchtig. Typisch wie für so eine rote Paprika. Hat diese rauchige Note, wie man es von Habanero kennt. Eigentlich absolut perfekt für sämtliche Gerichte, die man so in der Küche kennt. Das ist total, also ich weiß jetzt schon, beziehungsweise schon seit ein paar Tagen, wenn nicht sogar 2-3 Wochen, wo wir die erste Chili von der Achi Dulce Rojo geerntet haben. Die werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder auch anbauen. Allerdings wahrscheinlich nicht aus diesen Samen, sondern ich werde mir einfach neue Samen bestellen, denn hier besteht natürlich Gefahr, da die Pflanzen relativ nah beieinander gestanden sind, dass es Kreuzung gab und nicht das rauskam, was man geerntet hat. Richtig tolle Sorte. Achi Dulce Rojo. Ich glaube, der nächste Schritt, den ich wagen sollte, ist die White Fantasy. Die White Fantasy ist auch so eine Sorte. Letztes Jahr hatten die Früchte praktisch gar keine Schärfe. Im Internet steht Schärfestufe 4 von 10. Das Schöne an dieser Pflanze ist, dass sie ja so extrem kuriose, geformte Früchte hat. Und schauen wir uns das mal an. Mach mal die Augen weg. Nicht, dass da noch was ins Auge spritzt. Und man sieht auch diese interessante Form. Schaut ein bisschen so aus wie, ja, wie so eine Geige oder so ein Kontrabass von innen. Auch schön. Schöne Pflanze, schöne Frucht. Das ist ja die Pflanze, die ich letztes Jahr überwintert habe. Und jetzt gucke ich mal, ist das Stückchen schon zu groß? Nehmen wir mal. Die hat schon ein bisschen mehr Schärfe. Aber Stufe 4 von 10 würde ich fast nicht sagen. Vielleicht eine Stufe 1. Auch die Nachwirkung immer noch Stufe 1. Gleiche Ergebnis wie letztes Jahr. Ich weiß nicht, wie die Leute auf Stufe 4 kommen. Ja. Praktisch kaum vorhandene Schärfe. Und das war schon eine der reifsten Früchte. Das ist hier nichts. Das ist hier nichts. Gucken wir mal bei der zweiten Schote. Die ist ein bisschen gelber. Die scheint ein bisschen reifer zu sein. Vielleicht hat die ja ein bisschen mehr Capsaicin im Petto.
Auch so vom Durchschneiden richtig cool. Schaut aus wie eine Landkarte. Nö. Total enttäuschend, aber vom Geschmack her ist er eigentlich ganz gut. Wird als sehr fruchtig bezeichnet. Muss ich aber sagen, dass die Achi Dulce Hoyo um Welten fruchtiger ist. Was wahrscheinlich einfach daran liegt, weil die roten Früchte meiner Empfindung nach immer ein bisschen mehr so eine gewisse Süße drin haben. Und die weißen Früchte, denen fehlt das immer so. Tja, Hawaii Beach Habanero, ich habe gelesen, die Schärfe ist nicht bekannt bei vielen Seiten, aber sie wird als eine der schärfsten Sorten beschrieben. Wahrscheinlich wurde die einfach nur noch nicht gemessen, was das für eine Sorte ist. Die White Giant ist auch Stufe 10 von 10. Soll ich das wirklich wagen? Ich nehme mal so eine kleine. Schöne Farbe, richtig schön dunkelrot. Also im Vergleich zu Achi Dulce ist die dunkelroter. Die ist ein bisschen mehr orange-rot. Aber die heißt nicht Dulce, die heißt Hawaii Beach. Jetzt gucke ich mal, ob das irgendwie nach, ob man das überlebt. Oh, man riecht schon. Hui. Oh, man riecht schon. Oh, das geht schon echt ab. Bei der war nichts. Bei der war wenigstens fruchtig, so diese Paprikanote, und bei der beim Aufschneiden. Ich hoffe, mir reicht dieser Milchkaffee aus, der hier steht. Ups, jetzt ist er auch noch runtergefallen. Naja, ein bisschen Dreck. Oh ja. Die entwickelt sich so richtig im Mund. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, man könnte sie nicht aushalten. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, 10 von 10, da könnte mehr gehen. Aber die entwickelt sich mit der Zeit. Also Richtung Gaumen wird die ein bisschen schärfer. Aber es ist jetzt nicht der Overkill. Ich glaube, da könnte ich die anderen Chilis fast heute noch komplett essen. Ich habe schon gedacht, ich mache die Folge einfach deswegen nicht so umfangreich, weil ich mir hier alles verbrenne. Nö. Irgendwie, wenn ich jetzt selber Stufen definieren dürfte, ich habe die ja noch nicht probiert. Ich meine, die hat schon eine ganz nette Schärfe. 5 von 10 vielleicht. Vielleicht eine 6 von 10. Aber es gibt noch wesentlich krassere Chilis. Da brauche ich ja noch nicht mal diesen Milchkaffee, ey. Da wird ja der Eiskaffee kalt oder warm. Ja. Aber ich habe sie euch noch nicht von innen aufgeschnitten gezeigt. Aber sie hat eine ziemlich lange Schärfe. Also die Schärfe entwickelt sich, wird jetzt noch, steigert sich jetzt noch. Aber ihr seht auch innen drin ist sie deutlich dunkler als jetzt die Dulce. Aber das ist einfach sortentypisch. Sie brennt noch. Da war die andere schon. Hatte ich schon schneller aufgehört zu brennen. Da ist ein Haar in den Chilis. Warum ist ein Haar in den Chilis? Die entwickelt sich wirklich. Jetzt kommen wir zu White Giant. Eine meiner Lieblings- oder eine der Lieblingschilis meiner Frau, die eigentlich sonst nicht wirklich so brutal scharf ist wie ich. Aber das hier ist jetzt. Das hier ist keine 10 von 10. Kein Wunder, es ist unbekannt, wie scharf die ist. Weil alle Angst haben, reinzubeißen und. So, White Fantasy. White Fantasy, eigentlich so ein bisschen so gelb Fantasy, Yellow Fantasy vielleicht, White Giant. Ist eine große, aber bisher muss ich sagen, ist die Dulce Royo deutlich größer. Also die Hawaii Beach Habanero, die brennt immer noch. Es ist jetzt aber nicht so, dass man es nicht aushalten könnte. Ja, muss man dazu sagen, wenn eine Chili richtig brutal ist, ja, dann brennt die dreimal, dreimal. Dreimal heißt, einmal im Mund richtig brutal, dann im Bauch merkt man so richtig so Bauchkrämpfe. Und das andere Teil ist eben, wenn die Chili sich wieder verflüchtigt. So. White Giant. White Giant. Schaut auch schön aus. Jetzt ein bisschen rosa gefärbt, natürlich durch die andere Habanero, aber schaue ich das mal. Oh, die. Hui. Also die hat noch mehr. Die ist. Die scheint. Oh, die riecht intensiv. Wahnsinn. Jetzt weiß ich auch, warum meine Frau die so toll findet,
Weil die hat echt Hammer-Aroma. Und so ein intensives Aroma. Schau euch das mal an. Richtig schöne, tolle Habanero-Sorte. So. Freunde, es wird ernst. Die hier ist bekannt mit Stufe 10 von 10. Bei der wusste es niemand so genau. Wobei alle gesagt haben, gezählt zu den schärfsten Chilis. Aber mittlerweile gibt es ja schon so krass scharfe Chilis. Das Einzige, was die macht, ist so ein bisschen, vielleicht kennt ihr das vom Chili-Essen, aber wenn ihr Chilis reinbeißt, die regt auf jeden Fall den Speichelfluss an. Natürlich, klar, weil im Mund brennt es natürlich. Und der Speichel wird so ein bisschen zäher vom Gefühl her. Jetzt bin ich mal gespannt. White Giant. Und ihr seht, im Gegensatz zum letzten Jahr sind das dieses Jahr echt große Stückchen. Letztes Jahr habe ich ja irgendwie so ein Gefühl, so Mini-Pups-Dinger da genommen. Jetzt so eine leicht bittere Note, so eine leicht bittere Nachgeschmacksnote. Aber geschmacklich ist es schärfer. Die ist deutlich schärfer, der wirklich peppt. Das merkt man jetzt schon so langsam in den Augen. Dass es in die Augen hochkommt. Die ist nicht schlecht. Jetzt fängt auch wirklich die Nase an zu laufen. Also die White Giant ist nicht so schlimm, ist nicht so dramatisch. Ist jetzt, könnte ich jetzt locker nochmal einen Streifen essen. Aber die ist vom Geschmack her, vom Aroma, was sie da so würzt. Oh ja, jetzt entwickelt sie sich. Vom Geschmack her ist sie wirklich, wirklich, wirklich gut. Also White Giant ist ein absoluter Tipp, wenn es nicht so eine schwierige Sorte wäre von der Keimung, von der Aufzucht. Ihr habt es selber mitgekriegt, falls ihr es nicht mitgekriegt habt und es das erste Video ist, schaut euch mal die alten Videos an. Geschmacklich echter Kracher. Komischerweise wirklich so eine leicht bittere Unternote. So eine ganz leicht bittere Unternote. Ui, die hat echt Pepper. Merkt man jetzt hinten an der Zunge. Die ist nicht schlecht. Da würde ich schon sagen, 8 von 10, vielleicht sogar auch 10 von 10. Definitiv. Die ist gut. Also, was lernen wir jetzt aus diesem Test? Aus diesem Test heißt es, ich habe überlebt. Gott sei Dank. Ich kann die nächsten Folgen machen. Die Hexenverbrennung hat nicht stattgefunden. Am schärfsten war auf jeden Fall die White Giant. Man merkt, dass die arbeitet noch. Die arbeitet noch. Je länger man jetzt spricht, umso intensiver wird das. Das ist so ähnlich, wie wenn man so einen ganzen Löffel Wasabi in den Mund nimmt und der braucht erst. Erst wenn das Ganze so gefühlt aus dem Bauch wieder aufsteigt, diese ganzen ätherischen Öle, dann kommt der White Fantasy. Schaut schön aus als Pflanze, als Frucht. Schön kompakt gewachsen, hat viele Blüten, ist auch normalerweise schön ertragreich, wenn man sie im ersten Jahr gezogen hat, im zweiten Jahr nicht ganz so ertragreich, wobei es wahrscheinlich an der Kulturform liegt. Die Achi Dulce Royo, geiles Aroma, toller Geschmack. Vom Ding her richtig fruchtig, von der Frucht, vom Geschmack her richtig toll für die Küche, für alle, die Spaß an Chilis haben, aber keine Schärfe wollen. Absolute Top-Chili, würde ich sagen. Hawaii Beach. Ja, ist okay. Da könnte man seinen Liegestuhl aufstellen auf den Strand und die Landschaft genießen, ohne dass man sich die Zunge verbrennt. Geschmacklich sicherlich auch sehr gut. Könnte ich mir vorstellen, eine Salsa oder ähnliches. Und die White Fantasy, die macht mir jetzt gerade ein bisschen zu schaffen, weil einfach der Speichelfluss unerwartet stark ist. Aber das ist normal, wenn es so ganz scharf ist. Geschmacklich absolut von den vier richtig gut. Also ich finde es fast besser als jetzt die Dulce Royo. Die Dulce Royo ist sehr fruchtig, wie so eine rote Paprika. Aber die bringt richtig Pep ins Gericht. Hier seht ihr nochmal alle Chilis in der Übersicht. Und die Aje Dulce, schöne dunkel-orange-rote Farbe. Die White Giant, mega Aroma, mega Geschmack, richtig scharf. Die White Fantasy, ja, es ist schön, weil sie so eine schöne Form hat von den Früchten und so weiter. Kann man jetzt nichts sagen. Und die Hawaii Beach, die hat auch was, ist so, ja, im Vergleich zu der würde ich sie fast um eine Stufe oder vielleicht sogar zwei Schärfestufen abstufen. Wenn euch der erste Teil gefallen hat, dann freue ich mich auf euch beim zweiten Teil. Ich hoffe, das Wetter spielt noch mit, dass ich
das Video weitermachen kann oder die nächste Videoreihe dann auch machen kann. Ich glaube, heute weiß ich nicht, ob ich noch Chilis möchte. So schlimm war es jetzt auch nicht. Man gewöhnt sich ja dann dran und irgendwann kann ich wahrscheinlich in, da steht noch eine, die ist richtig, die schaut auch schon richtig fies aus. Vielleicht mache ich auch die nächsten Teile auch noch gleich. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und regelmäßig und viel unter dieses Video kommentiert, wie euch eure Chilis schmecken. Und ansonsten würde ich sagen, Daumen hoch, bis zum nächsten Chili-Video. Und damit ich das nächste Video mache, glaube ich, trinke ich jetzt einen Eiskaffee. Bis dahin, genießt den Tag, das Wetter, den Garten, die Pflanzen, die Früchte, alles, was es rund um das Thema Botanik gibt. Bis zum nächsten Video. Ciao.